Bundesinnenminister Horst Seehofer will das Schengen-Abkommen auf unbestimmte Zeit aussetzen und die Kontrollen an der deutschen Grenze ausweiten. Zitat: Die Binnengrenzkontrollen müssen so lange ausgeführt werden, solange die EU es nicht schafft, die Außengrenzen wirksam zu schützen und zu kontrollieren, sagte Seehofer der Welt am Sonntag. Auf absehbare Zeit sehe ich im Augenblick nicht, dass ihr das gelingen wird. Der CSU-Politiker plädierte dafür, die Grenzkontrollen an den deutschen Binnengrenzen auszuweiten. Derzeit seien, Zitat, nicht allzu viele Grenzstellen in Deutschland dauerhaft besetzt. Auch darüber wird nun zu reden sein, ob das so bleiben kann, sagte Seehofer der WAMS. Schließlich gehe es nicht nur darum, Menschen von illegalen Grenzbetrieben abzuhalten, sondern auch um, Zitat, andere Schutzfunktionen. Deutschland hatte wegen der hohen Flüchtlingszahlen im September 2015 als erstes Land des Schengen-Raums wieder Kontrollen an den Binnengrenzen eingeführt. Die EU-Kommission dringt darauf, sie zu beenden. Um die Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber zu beschleunigen, forderte Seehofer in der Zeitung unter anderem, mehr Stellen für Verwaltungsrichter zu schaffen. Er kündigte an, sich möglichst bald mit den Bundesländern zusammenzusetzen, um sämtliche Abschiebungshindernisse zu identifizieren.